Der Pre-Patch zu Dragonfly steht kurz vor der Tür. Was ihr ab den 26.10. machen könnt, erkläre ich euch in diesem Video. Ab den 26.10. könnt ihr die neuen Talente aus Dragonflight nutzen. Dabei geht Blizzard zurück zu den längeren Talentbäumen, wobei dieses Modell in zwei Teile aufgeteilt ist. Zum ersten gibt es den allgemeinen Talentbaum für eure Klasse. Hierbei wählt ihr Talente, die allgemeine Fähigkeiten hinzufügen oder halt verstärken. Der zweite Talentbaum ist für eure Spezialisierung. Hierbei habt ihr eine große Auswahl an Talenten, die ihr für eure Spezialisierung nutzen könnt. Allgemein kommt hinzu, dass ihr eure Talente außerhalb von Kampf oder einem Mythisch Plus immer wechseln könnt. Dafür musstet ihr bis jetzt immer in einem Ruhebereich stehen oder einen Folianten nutzen. Außerdem könnt ihr jetzt auch Vorlagen speichern für bestimmte Situationen, eure Builds teilen oder die von anderen Spielern hinzufügen. Mit dem Pre-Patch kommt zudem auch noch das neue Interface. Für die von euch, die bis jetzt immer Add-ons wie Elf UI oder Bartender genutzt haben, ihr solltet das Standard-Interface einfach mal testen. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, dies anzupassen und dort könnt ihr auch Profile erstellen und diese auf anderen Charakteren nutzen. Ab jetzt könnt ihr mit allen Rassen Magier, Priester und auch Schurke sein. Ihr könnt euch natürlich einen Rassenwechsel kaufen oder ihr spielt euch einen neuen Charakter hoch im Pre-Patch. Also wer schon immer einen Taurenschurke spielen wollte, der hat jetzt die Möglichkeit. Das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch gerne mit einem digitalen Daumen nach oben. Zudem schreibt gerne Kommentare, um dieses Video im Algorithmus zu pushen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Erfolg. Ciao.